Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX heute am Montag, dem 31. August 2020. Der DAX heute wieder mit einer roten Kerze. Es ging um 0,67% nach unten und somit wurde auch hier die Marke von 13.000 Punkten nun aufgegeben. Und wir sehen auch heute wiederum, dass sich der deutsche Aktienindex dem altbekannten Widerstand, nun aktuell als Unterstützungspunkt dienend, angenähert hat, nämlich 12,29. Und wie Sie wissen, ist ohnehin meine Prognose, dass wir eben hier schon mit 13,3 das Top gesehen haben, aktuell hier ein sogenanntes Lower High ausgebildet haben, im Idealfall maximal eben einen Retest in die Wege leiten und eher den Konsolidierungsweg bevorzugen mit einem Ziel von circa 12.200 bis 12.300 Punkten. Das ist weiterhin das, was ich auch noch immer favorisiere, denn mit der mitunter nun dritten roten Kerze sieht man auch hier mittlerweile dann doch schon den ersten klaren Abwärtstrend und sollte, wie gesagt, nun auch an der Wall Street, gerade in dem Technologiesektor, der wieder einmal steigt, hier, wie gesagt, einmal auch der Rückwärtsgang eingelegt werden, dann dürfte eben auch gerade im DAX 30 Segment der ein oder andere Wert unter Druck geraten, was eben auch entsprechend Auswirkungen auf den Index dann haben dürfte. Dazu gehört beispielsweise ein Infineon. Wir sehen, dass hier Infineon jetzt auch schon wieder den zuletzt erfolgten Ausbruch jetzt schon wieder konsolidiert, zurückläuft auf 23. Das gilt es jetzt ein wenig zu monitoren. Denn sollte eben hier jetzt der Rückfall erfolgen, könnte das auch schnell eben in einem sogenannten Fehlausbruch zu Ende gehen, was wiederum zur Folge hätte, dass Infineon dann zunächst einmal hier auf den Aufwärtstrend konsolidieren dürfte, das heißt ca. bei 22 Euro zunächst einmal landen dürfte und sollte eben dann auch die entsprechende Kursunterstützung in diesem Bereich keinen Halt bieten, dürfte sich auch bei Infineon eine entsprechend größere Korrektur einmal abzeichnen. In diesem Sinne einen schönen Abend nun und bis morgen früh, dann natürlich wieder mit dem Blick auf die Wall Street.